Moin Freunde, was geht ab? Euer Fliesenleger hier wieder am Start. So Leute, heute Video zum Thema Plattenschneiden. Wir haben hier wieder großformatige Platten, diesmal an der Wand. Und ich will euch einfach mal kurz erklären und zeigen, wie man Fliesen anzeichnet, wie man Fliesen ausflext und auch Fliesen mit der Schneidmaschine schneidet. Das Ganze nach dem Intro, bleibt dran. So Kollegen, es geht im Prinzip darum, diese Löcher auszuschneiden und auf die Fliese zu übertragen. Also ich habe euch ja schon mal im Video auch erklärt, tiefster Punkt ist ausschlaggebend, das heißt hier sitzt die Dusche mit der Quelle, tiefster Punkt mit einer ganzen angefangen, die haben wir jetzt schon abgeschnitten. Wie funktioniert das Ganze? Wir holen uns vom tiefsten Punkt, haben uns die Wasserwaage draufgelegt und unseren Strich verlängert. Das heißt, wir haben jetzt hier unser Anhaltspunkt, wo die Oberkante der Fliese ist und können da messen. So, ich messe jetzt erstmal von der Kante nach da die Löcher, zeige euch, wie das angezeichnet wird und dann von oben nach unten. So, hier haben wir 42,5, 44,5. Das Ganze muss die Platte einmal drehen. Ist halt ein bisschen Arbeit immer. 42,5, 44,5. Ich halte meinen Finger immer hier hinten fest, mit Metermaß, das kommt auch mit ein bisschen Übung, mit einem Zug gekriegt, dann nicht so ganz hin. Und dann einfach, da hat man immer einen schönen geraden Strich. So, nächste Loch. 60,5, 62,5, 60,5, 62,5. So, jetzt haben wir die zwei schon mal in der Richtung. Jetzt müssen wir hier die noch machen. 49,5 auf 56. 56. 49,5. Und jetzt einmal noch hier unten das große. 47,5 auf 58,5. So. 47,5 58,5. So, jetzt fängt langsam an, dass kompliziert wird. Dann haben wir die Höhe. Machen wir jetzt dieses Loch in der Höhe. Das heißt, wir haben messen hier von unserem Strich 15 und 21,5. 21,5, 15. So, dann haben wir schon unser erstes Loch. Anzeichen, dann wird das erste Loch. Dann die zwei kleinen Stangen hier, die Befestigung für die Toilette. 21, 23. So, 23, dasselbe auch hier hin. 23, 21. So, haben wir hier die anderen zwei Löcher für die Stangen. Dann machen wir hier noch ein großes Loch, das ist Abfluss, wo nachher der Schund, dass die Häufchen alles durchgeht. 26. Auf 37. 37 auf 26. So, dann kann man hier wieder einzeichnen, einfach für, damit man genau weiß, aha, das ist das Loch. So, jetzt habe ich die Platte schon angezeichnet. Hier guckt noch ein Kabel raus, da wird ein elektrisches Klo, weil einem nachher sauber spritzt. Aber hier 25 auf 27. Das ist genau darunter, genau. 27, 25. Da kommt der Kabel raus. So Freunde, jetzt haben wir alles übertragen. Da ist einmal das. Und einmal da, die, wie es aussieht. Jetzt werden wir das Ganze flexen. So Leute, jetzt kommen wir zum Flexen. Das große Loch mit der Flexscheibe. Die kleinen Löcher mit einer 20er Bohrbohne. Das sieht einfach am saubersten aus. Es gibt halt auch Leute, zeige ich euch mal kurz, die schneiden ein Klo immer so aus. Die gehen von mir hier hoch, so, so, so
und so schneiden die das aus. Ich persönlich finde es schöner, wenn einfach Loch für Loch. Vielleicht bin ich da ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ich finde es persönlich schöner, ich mache es auch so. Ja, die Kreisen für die Befestigungsstangen mit der 20er Bohrkrone und dann habe ich noch einen 68er Dosenbohrer oder Bohrkrone für Steckdosen zum Beispiel. Das ist perfekt für das kleinere Loch, wo das Wasser dann einfach schon abgespült wird. So, ich flex jetzt als erstes hier das Loch. Ich blende ein bisschen Musik drunter, weil es laut ist. Guckt euch einfach an, wie ich das flexe, die Technik und alles. Ne? Steckdosen, Waschbecken. Ja, ist alles Arbeit, ne? Aber muss ja gemacht werden. Ne? Macht ja keinen sonst. In diesem Sinne, Freunde, bleibt dran. Ciao.